Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Dieses Let's Play wird erstmal die Minecraft-Reihe ersetzen. Da mir die Minecraft-Folgen ausgegangen sind, der Server ist weg. Und wir werden das Tutorial Guten nicht Morgen machen. Zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Dir teile ich heute das HLF Florian 6 zu. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Bis auf Weiteres bist du heute auch für den Innendienst zuständig. Das bedeutet für dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen darfst. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf! Also das Erste, was mich hier gerade so ein bisschen stört, ist meine Mausempfindlichkeit. Also das ist ja ein bisschen... Moin! Naja, ihr werdet dabei immer noch kurz mächter Spiele. Ah, das ist schon besser. So, was hat er gesagt? Was sind wir? Aber ist senkrecht? Ah, ich glaube, das ist mal unser Auto. So. Wollen wir mal gucken, ob unser Auto einsatzbereit ist. So. Tank ist voll, das ist das Wichtigste. Dann gucken wir mal. Warnblinker. Licht. Blaulicht. Martinson geht. Vorne scheint auch alles zu funktionieren. Umfeldbeleuchtung scheint auch zu gehen. Oh. Ich habe das Gefühl, das Rolltor klemmt so ein bisschen. So. Und zu ist es gut. Dann machen wir hier drüben kurz auf, überprüfen noch den Reifendruck. Na? Muss ich erst einmal um den... Mag mich nicht. Warum willst du nicht aufgehen? Komm her. So. Dann wollen wir mal schauen. Morgen. An die Einsatzkräfte Florian 1, Florian 2 und Florian 6. Aus dem Gewerbegebiet kam die Meldung rein, dass ein Müllcontainer in Brand geraten ist. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 6 an Leitstand. So, dann wollen wir mal zum Einsatz. Angenommen. Na, scheinbar sind wir die Einzigen, die ausrücken. Das ist mal wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir vor... gar nicht so langer Zeit erst mit der Schicht begonnen haben. Aber es ist hier 70 und wir fahren 120. Läuft. Mit dem Fahrzeug, was wahrscheinlich 2000 Liter Wasser dabei hat. Mal gucken, wie oft wir uns überschlagen werden. So. Tatu, tata, lasset mich durch. So, 2 Minuten 53 müssen wir das am Einsatzort sein. Der Einsatzort ist ja gleich da vorne. Meine Güte, was hier wieder los ist. Oh, das haben wir alle gesehen. Der hat die Ampel umgefahren. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ah, interessant, der EW ist schon vor Ort. Ach, hier brennt es, okay. Schlauchmaterial. Schlauchmaterial haben wir. Nee, ich brauche einen C-Schlauch. Ja, nehmen. Na,
Florian 6 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. So. Wir müssen jetzt innerhalb von 4 Minuten auch noch wieder zurück zur Wache. Leute. Die Rückspiegel funktionieren. Bist du auch für das nächste Fairground-Update als Statist angefragt worden? Ich habe das abgelehnt. Bei sowas wird mir immer schlecht. Was ist denn hier mit den Leuten kaputt? So, dann fahren wir mal schnell wieder zurück zur Wache. Ich will ja jetzt hier keine Werbung machen, aber schau doch mal auf dem Kanal von Garderol vorbei. Dort erzähle ich dir auch gerne, was ich eigentlich von diesem... Nein, schaut lieber auf meinem Kanal vorbei. 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. So. Ampel rot oder grün? Rot. Sag mal, kennst du den schon? Kommt ein Pferd in den Bar, fragt der Barkeeper, warum das lange Gesicht? Was ist los? Nicht lustig? Nein, irgendwie nicht so. Oder fandet ihr den lustig? Florian 6 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich hab da eine Idee. Schreibt mir mal in die Kommentare ein paar lustige Witze, die wir unserem Kollegen vielleicht nächstes Mal erzählen können. Ich versuche hier mal wieder total spektakulär einzuparken. So, erstmal müssen wir jetzt Wasser nachfüllen. Dafür brauchen wir den hier. Ja, jetzt gibt mir kein Tutorial, gib mir einfach nur den Schlauch. So, und dann müssen wir, ich meine, da dran. Oh, müssen wir gar nicht ankuppeln. Okay. Alles senkrecht? Wie geht's? Hallo. Ist WLAN-Wasser. So, Reifendruck wollten wir einmal kontrollieren. Ja, der ist gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Und der ist auch gut. So. Vielleicht hat auch schon mal jemand Erfahrung mit diesem Spiel gemacht und kann mir sagen, wie ich dieses Gegrissel hier wegkriege. Das stört mich nämlich persönlich an den Spielen. So. Sauber. Punkt. Unsere Halle war die hier. Machen wir schon mal das Tor auf. So. Oh, jetzt habe ich eine Macke in die Karre gefahren. Oh, 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 oh. So. Ups, falscher Knopf. So, machen wir das Tor hier noch zu. Und dann gehen wir mal hoch. Alles senkrecht? Alles senkrecht? Ja, und bei dir? Hi. Wie geht's?
Genau, hier war der Sportraum. Dann machen wir mal ein bisschen Sport. Ist das anstrengend? Und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und geschafft. So, dann noch mal ein bisschen aufs Laufband. Laufband, hallo? Geht nicht. Laufband mag mich nicht. Gehen wir noch mal in die Handelbank. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Geschafft. Alles senkrecht? Hey, machen Sie vor meiner Nase die Tür zu. Hi. Wie geht's? Hi. Duschen? Lol, jetzt hab ich mich. Wie geht's? Wie geht's? Hi. So, das, was wir hier machen, ist ganz modern. Klamotten duschen. Wie geht's? Man konnte sich, meine ich, auch ausziehen, aber muss ich kurz gucken, wie. An alle Einsatzkräfte, von der Grillhütte im Brunsdorfer Wald kam eine Meldung rein. Bei einer Grillfeier scheint die Grillhütte Feuer gefangen zu haben. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 6 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Komm, leg mal einen Zahn zu. Hi. Wo soll die richtige Kamera finden? Jojojojojoj. Komm, dreh drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Ja, ich trete schon drauf. Oh. Das hat keiner gesehen. Wir waren nie hier. Schneller, Junge, schneller. Gut, man muss dazu noch bedenken, ich habe immer noch 2000 Liter Wasser hier unten drin. Aber schau doch mal auf dem Kanal von Garderobe. Nein, tun wir nicht. Dort erzähle ich dir auch gerne, was ich eigentlich von diesem Spiel hier halte. Vorsicht! Ich habe übrigens ein Stellenangebot von der hiesigen Flughafenfeuerwehr bekommen. Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht ab dem nächsten Spiel dorthin wechseln soll. Hättest du nicht auch Lust? Ja, ich war schon mehrfach dort. Aber, naja, das Angebot ist gut. Der Fuhrpark ist zu klein. Ich werde jetzt wahrscheinlich bald zu einer anderen Berufsfeuerwehr wechseln. Mal gucken. Und vielleicht sehen wir uns ja da wieder. Ich habe letzte Nacht vielleicht einen Schwachsinn geträumt. Ich komme auf die Wache, mache meinen Spind auf und darin steht ein Besen mit riesigen Augen, einem Feuerwehrhelm auf dem Kopf und schaut mich blöde an. Das war kein Traum. So, hier vorne müsste es ja jetzt brennen. Florian 6 an Leitstand. Ich habe letzte Nacht vielleicht einen Schwachsinn getroffen. Ich komme auf die Wache, mache meinen Spind auf und darin steht ein Besen mit riesigen Augen, einem Feuerwehrhelm auf dem Kopf und schaut mich blöde an. Ja, dann träum du mal weiter Schwachsinn. Ich muss hier ein Feuer löschen.
Erstmal Brandausweitung verhindern. So, hier. So. Ah, Wasser sieht noch gut aus. Na, das nehmen wir auch noch mit. So, ja, das dürfen wir eigentlich mit der Tankladung gelöscht kriegen. So. Feuer aus. Huch, was ist denn jetzt? Guten Morgen zusammen. Aufgrund deiner hervorragenden Leistung am gestrigen Tag ist es mir eine Freude, dich mit sofortiger Wirkung zum Feuerwehrmann zu befördern. Ich hoffe, dies motiviert dich auch weiterhin, vollen Einsatz zu zeigen. Dich teile ich heute als Fahrer im Rettungsdienst auf dem RTW Florian 5 ein. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Aber klar doch. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Klar. So. Das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Aber mal gucken. Das leuchtet. Tja, wir haben da so ein little bit Problem. Unser vorderer Blaulichtbalken funktioniert nämlich nicht. Wollen wir den mal schnell reparieren laufen gehen? Hallo, Schraubenschlüssel? So. Dann reparieren wir mal schnell den Motorraum. Guck mal, Frontblitzer gehen jetzt auch wieder. Das ist ja super. So. Was kann man denn damit ausführen? Achso, ist es auch nur. So, dann schnell Reifendruckkontrolle. Jupp. 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 Will ich nicht. Geh weg. Hallo, Tür? Tanken müssen wir nur noch schnell. Dann fahren wir mal tanken. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Oh. Geht ja gut los. Gleich die Ampel umgenietet. Übrigens auch nochmal meine persönlichen Glückwünsche zur Beförderung. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. Danke, das finde ich nämlich auch, dass ich das auf jeden Fall verdient habe. So, tankst du oder muss ich aussteigen? Bleibt natürlich wieder mir hängen. Hat jemand eine Ahnung, auf welcher Seite die Karre einen Tankdeckel hat? Ach, da. Doop 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 doop. Ja, Karre voll. So, was machen wir jetzt? Jetzt, keine Ahnung, fahren wir wieder zur Wache. Ich
weiß nicht, wann haben wir Schichtwechsel? Ich glaube, das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. 8 Uhr meine ich. Geht eigentlich unsere Hupe? Die klingt ein bisschen komisch. Einsatzbefehl für Florian 5. Von der Landstraße beim Grunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Dann mal los mit euch. Florian 5 an Leitstand. Oh Mann. Melde Einsatz ich angenommen. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Eine Person verletzt. Mal gucken. So, eine verletzte Person. Fahrradunfall. Ach nee, wir müssen die ja jetzt auch noch ins Krankenhaus fahren. Da war ja was. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Ja, sie hat auch gerade erst angefangen, Mädchen. Okay, da vorne beim Zeltplatz. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. So. So, das ist dieser Bahnübergang. Hoppala. Tritt drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Hallo. Mitkommen bitte. Tür? Ich habe das Gefühl, wir sind kein Rettungswagen, sondern nur ein KTW. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Ja, wie oft möchtest du das noch sagen? So. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Das wird eine knappe Sache. So. Komm, tritt drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Ja, wir haben hier immer noch andere Verkehrsteilnehmer. Ich kann nicht einfach fahren wie ein wilder Idiot. Was hier wieder los ist. Oh, Verfahren. Nein.
Meine Güte, was hier wieder los ist. Ah, da ist schon der Stadttunnel. So. Da vorne ist auch schon das Krankenhaus. Haben wir es gleich geschafft. Ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf vertragen. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. So. Meine Güte, was hier wieder los ist. Ist doch gar nichts los. Hat noch erst einen Einsatz. Beschwer dich doch nicht, Mädchen. So, dann fahren wir mal wieder zurück zur Wache. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Na, 16 Uhr ist es schon, also ein bisschen was haben wir schon hinter uns. Kannst du sagen, fast den ganzen Tag mit einem Einsatz umgebracht. Oh, und jetzt auch noch ein Auffahrunfall fabriziert. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Huch. Ich glaube, einen Meter kann ich nach vorne. Wie geht's? Alles senkrecht? Wie geht's? Hallo. Oh, dann machen wir mal hoch. Vorsicht! Hi. Hallo. Wie geht's? Hi. Du. Wie geht's? Ah, und ich würde mal ganz frei behaupten, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen! Hallo.